Hallöchen an die YouTube-Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei diesem Stream. Wir sind heute wieder in Animal Crossing unterwegs und zwar in Pure Valley und heute beginnt's. Heute fängt's an. Wir starten mit dem Gestalten von Pure Valley. Wir werden heute den Canyon beginnen zu Terraform und das ist was Besonderes, weil wir haben noch gar nichts gestaltet und jetzt geht's los. Also richtig cool und wir gehen rein in Pure Valley und zwar sind wir hier vorm Haus wieder mal in unserem schönen Outfit, das schon richtig zur Wüste passt. So. Ja, hier sind noch alle möglichen Blumen von dem Insektikus-Turnier. Eure Sachen auch von dem Insektikus-Turnier. Übrigens nochmal danke an alle, die mir dabei geholfen haben, die Termitenbauten zu bekommen und die ganzen anderen Sachen gebracht haben. Also ohne euch wäre Pure Valley gar nichts. Und hier soll ja der Canyon hinkommen. Ist alles okay bei euch? Ja, ich habe Pure Valley zur Wüste gemacht. Es gibt keine Angestellten mehr. Und jetzt wird hier alles überfischt. ja, gut. Ist ja alles okay. Was ist denn mit dem Wasserloch? Stehen da auch so viele? Muss ich mal... Wie sie alle stehen und denselben Fisch angeln. Oh mein Gott, ist das dumm. Okay, und dann stehen hier auch nochmal drei oder was? Wieso könnt ihr denn nicht zum Meer gehen? Wieso müsst ihr denn an einer Süßwasserquelle sein? Oh, wo ist denn der Fluss da? Stehen hier auch noch welche? Nee, hier ist alles frei. Mann, verteilt euch mal besser. So viele Insekten beim Insektenkusturnier waren die wieder alle nicht. Eieiei. So, wie gesagt, wir starten heute mit dem Canyon und ich möchte euch kurz mal so ein Bild beschreiben, wie ich mir das vorstelle und dann gucken wir, ob wir das umsetzen können. Also, ich möchte hier so einen Fluss durchmachen und links und rechts will ich Berge machen. Da kommen die ganzen Termitenbauten rauf und außen, bevor die Berge anfangen, will ich eine Hängebrücke machen, wo man sich draufstellen kann und dann einen wunderschönen Blick rein hat in den Canyon. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich so semi, aber ich habe auch ein paar Inspo-Bilder. Also ein bisschen was habe ich. Und ja, ich werde einfach mal drauf loslegen, oder? Also hilft ja nichts. Da sind gar nicht viele Termitenbauten. Gar nicht. Naja. Alles gut, Vanni. Alles gut, man hat nicht immer Zeit. Da geht dein Leben auf jeden Fall vor. Mach dir keinen Kopf. So. Das Ding ist halt jetzt, ich muss hier das Wasser nehmen. Ich wollte halt hier das Wasser nehmen direkt. Na, da komme ich jetzt nicht hin. Das kann ich vergessen. So, ich muss das hier jetzt mal kurz ablegen. Die kommen erst später. Hector, guten Morgen. Und Naomi, guten Morgen. Hab schon ewig nicht mehr reingeschaut in Animal Crossing. Das glaube ich. Ich schaue auch einmal die Woche schaue ich rein. Am Sonntag um 10 Uhr. Das ist so unser Animal Crossing, unsere Animal Crossing Zeit. Seit fast 3 Jahren jetzt, Leute. Spielen wir Animal Crossing hier. Auf Twitch. Bin auch immer nicht vom Spiel weggekommen. Aber es macht auch immer wieder Spaß, neue Inseln, neue Ideen umzusetzen. Da geht halt der Spaß nicht verloren. Was cool ist. So, ich muss halt hier noch alles beseitigen. Oh, ich habe keine Schaufel. Das ist natürlich auch blöd. Brauche eine Schaufel. Oh ja, ein Pferd braucht sehr viel Zeit. Ja, das kann ich verstehen. Und eine Diplomarbeit natürlich auch. Aber das Pferd noch mehr. So, Bauarbeiten beginnen. Salatkopfwerfer, Servus. Hallöchen. Danke für den Reminder an den Muttertag. Das hat null auf... Das hatte null auf dem Zettel. Echt nicht? Oder ist das gerade eine Veräppelung? Wie baut man eine Schaufel? Wie wär's mal mit einer No-Terraforming-Insel? Können wir auch mal machen. Das wäre natürlich viel einfacher. Viel, viel einfacher. So, Hartholz und Eisenerz. Yes, Eisenerz. Hier habe ich eins. Das ist aber nicht genug. Hartholz. Yes.
Wo haben wir noch was? Hartholz. Perfekt. Und Eisenerz ist sicher noch irgendwo, oder? Oh nee, muss ich jetzt Steine kloppen gehen? Oh Mist. Ach, gar keinen Bock. Aber ich kann ja gar nicht. Ich habe ja keine Schaufel. Dann mache ich halt nur solche Wackelschaufeln. Ist ja auch nicht schlimm. Nein, hatte nicht mal ansatzweise dran gedacht. Okay, gut, dass ich den Titel geschrieben habe. So, zwei reichen erstmal. Gut. Ich wollte ja eigentlich zuerst die Straße machen. Aber das ist so langweilig. Ich möchte halt wirklich zuerst mal was schaffen, bevor ich da die Straße mache. Und also ich mache ja eine Road durch die Wüste, so wie man es aus Amerika Wüsten kennt. So eine gerade Straße. Die kommen ja auch hin. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass es zu viel wird, weil es soll ja immer noch eine Wüste bleiben. Deswegen muss ich auch darauf achten, dass ich nicht zu weit nach rechts komme. Ich will trotzdem noch diese Freiflächen haben. Was ist denn das neben der Werkbank? Ein Klo? Nee, das ist ein Lagerraum. Das ist kein Klo, aber es sieht ein bisschen aus wie ein Klo. Aber das ist eigentlich ein Lagerraum. Ja. Hast du schon Designs gesucht? Ich habe Designs auf Pinterest mir abgespeichert. Ich hoffe, die gibt es auch noch, ja. Schaut so aus. Ich verstehe es voll. Schaut wirklich so aus. Oder wie so eine Umkleidekabine. Die Straße wäre auch cool, eine gute Orientierung. Ja. Ja, schon. Aber ich wollte heute einfach den Canyon beginnen, weil jetzt habe ich die ganze Terbiet gebaut. Und jetzt kann es losgehen. Und vor allem, ich weiß gar nicht, ob wir heute zu den Termitenbauten überhaupt kommen. Ich glaube, dass wir heute eine Terraforming-Arbeit machen. Dann müssen wir die Brücke platzieren. Ja. Dachte ich auch, Umkleidekabine. Ja. Sieht aber wirklich so aus. Und ich glaube, sehr viele nehmen dieses Lagerding auch so als optische Umkleidekabine am Strand. Das passt ja auch voll gut. Oder so als Klo. Man kann die, glaube ich, auch noch umfärben, wenn ich mich nicht recht täusche. So, dann machen wir hier die Palme weg. Die hat hier natürlich auch nichts zu suchen. So. Mia, Hallöchen. Gibt aber auch richtige Umkleidekabinen und Dixie-Klos. Echt? Wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also schon. So irgendwie, aber... Relativ wenig zu tun, wenn man eine Wüste macht, weil du machst ja nur so drei Builds, oder? Ja. Schon. Also ich mache ja den Canyon. Wir machen die Straße. Wir machen ja trotzdem noch bei der Stadt einen, also die Stadt gestalten wir halt auch noch weiter. Inklusive Nationalpark Center, das machen wir auch noch. Das kommt da hinten hin, da mache ich mein Haus draus. Also mein Haus wird ein Nationalparkcenter und eine Oase. Das wird schon viel Arbeit. Und die Freiflächen gehören ja natürlich auch ein bisschen gestaltet. Nicht so viel wie jetzt, keine Ahnung, Corrosion. So viel Arbeit ist es nicht, nee. Aber dennoch, es ist ein bisschen Arbeit. So. Ich starte mal. Boah, ich muss auf die Karte gucken. Ja. Es ist schwierig jetzt zu starten. Ich glaube, hier ist okay. Der Sand ist fertig, ja. Also jetzt muss ich halt wieder neu Sand verlegen, wenn ich hier ein Plateau mache. Sarah, hallöchen, wie geht's? Gut, ich hoffe dir auch.
So, wir machen mal so die Grundform. So. Reicht das als Canyon-Ding? Ich glaube, ich will es vorne noch ein bisschen weiter offen haben. Dann muss ich das auch noch kurz wegmachen. Mir geht's auch gut. Das ist schön. Das ist schön zu hören. Borstel-Hallöchen und Cherry-Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Wenn du eine Route 66 da reinkommen würdest, gäbe es zum Spaß ein Dekoschild. Ja, das habe ich mir auch schon abgespeichert. Witzig, dass du es sagst, Hector. Das habe ich mir tatsächlich schon abgespeichert. Und natürlich auch das Nationalparkcenter, das war mir wichtig, weil ich war ja letztes Jahr in Amerika und habe mir extrem viele Nationalparks dort angeguckt. Ich glaube, wir waren in also mindestens 8 Nationalparks. Ja, mindestens, weil ich habe so viele Magnete von jedem Nationalpark. Also in mindestens 8 waren wir und mir hat es so gefallen, dass dort einfach immer so viel Natur ist, extrem viel. Mann, das ist so schön gewesen. Deswegen muss ich da ein bisschen was nachbauen. So, ich möchte, dass nach hinten ein bisschen zusammengeht, aber nach vorne hin offen ist. Also ich mach mal hier das so. Das ist so richtig, dass man so reinblickt. Ja. Ich hätte ein bisschen weiter angelegt. Ja, ich mag ja schon. Mhm. Wenn man da reinguckt. Cool, seid ihr auch zwei Magnetsammler zumindest? Ja, ich bin Magnetsammler. Ja. Definitiv, ich habe echt schon einige. Ich habe mir auch jetzt extra für die neue Wohnung einen freistehenden Kühlschrank gekauft, damit ich da meine ganzen Magnete drauf machen kann. Ja, das war nötig. Das war definitiv nötig. So. Ah, ich bin mir unsicher, ob das so cool ist. Die hängen alle am Kühlschrank, ja. Alle. Und ich habe so viel von Amerika mitgenommen. Ich glaube, ich habe mindestens 10... nur alleine von dort, weil wir halt in San Francisco, in L.A. waren wir, in Las Vegas, dann in den ganzen Nationalparks. Da muss ich halt immer wieder neue Magneten kaufen. Ich meine, ist doch logisch, oder? So, gut. Also von hier aus so, wo sind wir denn da auf der Karte? Ja, das ist okay. Das ist ganz gut mit dem Fluss. Dass der dann so reinkommt. Ja. Und dann gucken wir da so, weil ich will auch Platz nach hinten haben. Okay. Wenn wir unterwegs in Deutschland sind, suchen wir auch immer Magnete. Ja. Von Österreich habe ich gar nicht so viel, weil ich habe mir halt als Kind mit meinen Eltern so viel in Österreich angeguckt. Und da habe ich das leider noch nicht gemacht mit den Magneten. Leider. Bei mir hängt ein Magnetpuzzle von Wien. Oh, schön. Was ist da drauf? So, hinten kann das ruhig ein bisschen zusammengehen. Stadtplan von der Wiener Innenstadt. Oh. Interessant. Schickst du dann privat den Dodo-Code oder wie? Was meinst du? Achso, privat. Ja, bitte, wenn ihr euch besucht, bitte privat den Dodo-Code schicken. Ganz wichtig. Nicht in den Chat. Auch wenn die Community alle mega lieb sind, ihr wisst ja nicht, wer nicht in den Chat schreibt und wer da sein kann. Also, dann macht irgendjemand, also vielleicht ist da irgendjemand langweilig und der macht euch dann auf der Insel was kaputt. Da müsst ihr nur aufpassen. Das will ich natürlich nicht, das hatten wir nämlich schon mal. Ich
Ich will das nicht nochmal. So. Zieh mal ein bisschen nach vorne. Gleich soll es natürlich auch nicht sein. Weiß ich, sollen wir den auch so ein bisschen schlängeln lassen? Also ich will nicht, dass er gerade reingeht. So ein bisschen. Kann sein, dass ich dann noch alles ummache, wenn ich dann den Fluss mache. Kann sein. Man muss sich das einfach angucken. Ich habe nämlich keinen Plan. Ich mache es einfach nach... Nach... Wie sieht's aus? Passt's mir? Ich reiße alles wieder ab. Ja, ja, die Ecken werden noch abgerundet. Das kommt alles noch. Kommt alles noch. Keine Panik. Der oder die... Nee, kein Chatverbot, die wurde geblockt. Auf allen Kanälen. Also diejenige war auch auf Discord und so. Und die wurde dann von allen Kanälen geblockt. So schnell konnte die gar nicht gucken. War die weg vom Fenster. Und seitdem habe ich nie wieder von der Person gehört. Also das passt ganz gut. Ihr könnt euch privat schreiben, ihr müsst nur auf den Namen klicken und auf Flüsternachricht gehen. Flüsternachricht ist Privatchat auf Twitch. Guten Morgen, wie geht's dir heute? Ist Muttertag, was hast du deiner Mutter gemacht? Wir waren gestern, also ich war gestern schon bei meiner Mama und wir haben zusammen Abend gegessen und sie hat von mir einen Lockenstab bekommen, den sie sich schon so lange gewünscht hat, mit dem ich auch jetzt immer meine Locken mache. Und eine Blume ist ja auch gekommen. Genau. Und heute sind wir bei Daniels Mama und meine Mama ist bei ihrer Mama. Also das ist eigentlich ganz gut getaktet bei uns. So, auch du kannst Annelein privat schreiben. Du musst nur auf ihren Namen gehen und auf Flüsternachricht schreiben klicken. Das kann jeder. Ich weiß, es ist auf Twitch was Neues, da macht man das nicht so oft, aber das kann tatsächlich jeder. In der Tat. Was mit Chatverbot? Leonie, die eine Person, die da mal in der Community war und die Inseln von den anderen, wo also Sachen geklaut hat und die hat dann Chatverbot bekommen, beziehungsweise wurde komplett geblockt. Nee, das stimmt nicht. Ich kann Daniel zum Beispiel nicht schreiben. Echt jetzt? Hast du mal versucht, Daniel zu schreiben? Hallo. Hauptsache, es fällt dein Name im Chat und du kommst. Ja, schon mehrmals. Oh. Daniel, irgendwas ist mit deinem Account. Leonie kann dir nicht schreiben. Sie will dich schreiben. Du lässt es nicht zu. Nur er kann mir schreiben. Hä, wie komisch. Das habe ich ja auch noch nie gehört. Kann man da was ausstellen? Okay, sorry, Leute. Falsche Information von mir. Fremden. Hä? Ha? Ne, Leonie kann dir nicht schreiben. Auf Twitch. Auf Twitch? Auf Twitch, ja. Auf Twitch? Ich glaube, Leonie ist nicht nervös. Leonie schreibt nur einfach so.
weiß noch nicht, ob ich mit der Grundform zufrieden bin. Leonie ist umgekehrt. Dachte nur, ich habe was. Nee, ich bin Eta. Ich kann eh auch blocken. Keine Sorge, ich kann das. Findet man unter Einstellungen Sicherheit und Privatsphäre und dann ein bisschen runterscrollen. Ja, genau. Okay. Falschinformationen von mir, sorry. Also jeden, den ich bis jetzt Flüsternachrichten schicken wollte, da ging es immer. Deswegen kannte ich das jetzt nicht. Sorry. Es kann sein, dass ich später dann auch noch Plateaus wieder wegmache, wenn sie zu viel sind. Kann ganz gut passieren. Aber das dauert jetzt hier ewig, bis ich die Grundform habe, wo ich auch gut was raufstellen kann. Das dauert lange, Leute. Das muss auch gut überlegt sein und gut aussehen. Der Typ hat immer noch geschrieben, oh Mann, so ein... eine Doofnuss. Darf leider keine anderen Wörter verwenden, Leonie. Hast du fertig gecuttet schon? Ja. Danke. Bitte. Danke. So viel Paprikasen? So viele Versprecher. Versprecher? Ja. Echt? Ja, schon. Oh, sorry. Ja, es war gestern spät. Spät abends noch eine Aufnahme gemacht. Und er wird nicht schreiben, hat sein Kumpel einer Freundin von mir gesagt. Ihr logischer... Oh, Mann. Oh, Leonie, das ist so Kindergarten. Nee, lass dich darauf nicht ein, auf diesen Kindergarten. Oh Mann. Also da hab ich Kinder im Kindergarten die Reihe verwahren. Sorry. Sorry, aber es war. Also wirklich. Die haben dann Kuschelecke-Verbot bekommen. Ich habe mir Tears of the Kingdom noch nicht gekauft. Ich muss erst Breath of the Wild fertig spielen. Ja. Ich mach mal genügend Plateau, damit ich oben dann weiterbauen kann. In Ruhe. Deswegen mache ich gerade so viel hier. Ich frage mich gerade, welche Blumenfarbe ich nehmen will, weil ich möchte auch ein paar Blumen in den Canyon stellen. Was haltet ihr von gelben Blumen im Canyon? War der Urlaub und du meinst Paris? Ja, war ganz okay, war schön. War schön. Aber ich muss euch ehrlicherweise sagen, also meine Lieblingsstadt ist es nicht. Und es ist jetzt nicht dem Wetter geschuldet. Ich weiß nicht. Es hat jetzt nicht so zugesagt. Ja, der Eiffelturm war ganz hübsch. Ich hatte nur ein bisschen Panik, weil er ist echt schon sehr verrostet. Also ich würde nicht noch mein zweites Mal hochfahren wollen. Und ich habe mir dann auch Artikel durchgelesen. Also der ist wirklich schon im Zustand kritisch eingestuft. Die klatschen nur einfach regelmäßig. Die klatschen regelmäßig neue Farbe rauf, damit man den Rost nicht sieht. Aber ansonsten habe ich die Stadt... Oh Gott, jetzt sind es noch mehr geworden. Jetzt sind sie zu viert. Ansonsten war die Stadt jetzt nicht so aufregend. Also da habe ich weitaus schönere gesehen. Also Rom ist noch immer Top 1 bei mir. Das ist so schön dort. Rom ist kein Vergleich zu Paris. Meiner Meinung nach, Leute. Meine Meinung. Genau. Ich fand auch München schöner als Paris. Wirklich, das ist wirklich meine Meinung, Leute.
Wenn ihr Paris wunderschön findet, alles gut, alles gut. Ja. Es hat schon schöne Gebäude gegeben. Aber ansonsten vom Angucken her, es war halt auch schade, Notre Dame gesperrt noch immer. Dann auch der Grand Palais war auch gesperrt, der wird auch renoviert. Der Louvre war halt Mona Lisa. Okay, mir haben andere Gemälde weitaus besser gefallen als Mona Lisa, aber ja gut. Ja. Sie hat gesagt, Paris ist hässlich. Auf sie! Auf! Oh Mann. Ja, aber keine Ahnung. Hab mich jetzt nicht so umgehauen. Hast du eigentlich Haustiere? Nein, ich habe keine Haustiere. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich ein eigenes Haus habe, dann kann ich mir Haustiere zulegen. Aber das ist nicht der Fall. Noch nicht. Oh, Katja, viel Spaß auf Klassenfahrt. Und dann 4 Tage frei. Herrlich. Das ist schön. Etwas rausholen. Ja, wo ist denn meine Leiter? Pschu! Wo ist denn meine Leiter? Ich hab keine. Die muss irgendwo rumliegen. Oh Mann. Ne, hier ist sie nicht. Leiter, wo... Oh, da sieht's gut aus. Axt. Axt. Schaufel. Ja, das sind meine Sachen. Das sind meine... Oh, eine Leiter. Gesundheit. Danke. Geht auch in der Wohnung. Hab auch noch eine Katze. Ja, aber mit Mitbewohnern geht's nicht. Die derzeitigen Mitbewohner... Da kann ich mir keine Haustür zulegen. Deswegen. Aber ich bleib hier nicht auf ewig. Such dir eine neue Wohnung? Nee. Nee, nee. Also, nee. Spielst du eigentlich das neue Zelda? Ja, jeden Tag um 15 Uhr kommt auf meinem YouTube-Kanal ein Video, das eine Stunde dauert. Also, heute kommt auch wieder eins um 15 Uhr. Das hat Daniel gerade eben gecuttet. Das geht sich auch pünktlich aus. Und ich habe so vor, eigentlich fast jeden Tag um 15 Uhr eins hochzuladen, je nachdem, wie es sich ausgeht, aber das wird schon passen. Manchmal habe ich Schwierigkeiten, die Steuerung bei Animal Crossing wiederzufinden. Das ist echt nicht so leicht. So. Achso. Bist du irgendwann wieder in so einem Raum? Vielleicht. Aber kann ich nicht garantieren. Alex, hallöchen. Schönen guten Morgen. Okay, das sehe ich zum Beispiel schon. Da sehe ich schon, ich muss unten wieder was anders machen, damit das hier oben richtig passen kann. Weil das funktioniert gerade nicht. Naja, ich habe jetzt Tears of the Kingdom 3 Stunden Spielzeit. Ich kann auch nicht sagen, welches mein Favorit ist. Aber ich kann sagen, dass ich Schwindelgefühl in Tears of the Kingdom habe. Durch das, dass jetzt die Plattform oben gibt. Also das ist nicht ganz so leicht für mich tatsächlich. Und es ist schwerer. Aber gefallen tun mir beide gerade sehr gut. Wo bist du gerade in Tears of the Kingdom? Müsst ihr heute mein Video gucken. Ich verrate jetzt nicht, was heute los war. In der Aufnahme. Für heute. Ja, und bitte nicht spoilern. Also, das wäre mir schon ein Anliegen. Was alles in Tears of... Danke, Leonie. Wieso kann ich gerade nicht löschen? Ah, jetzt. Also, Spoiler sind uncool, Leute. Welches mal? Also, Lieblingsstadt ist Rom gerade derzeit, von dem, was ich so gesehen habe. Und Land? Wenn wir von der Natur ausgehen, was da so mein Lieblingsland ist,
Würde ich gerade Amerika sagen. Nur was Natur angeht. Also wirklich nur das. Ja. Also natürlich ist es Amerika von der Natur her. Weil einfach, boah, ganz anderes Level dort, die Natur. Ganz anders. Aber Lieblingsstadt ist Rom. War wunderschön. Wow. Also mir gefallen halt auch diese alten Gebäude und da ist halt so viel Altes. Schönstes Land, in dem ich jemals war, eigentlich Schweden und Israel. Oh, Schottland. Also ich war noch nicht in so vielen nördlichen Ländern, aber in Schottland war es wunderschön auch, ja. Also das wird dann auf der 2 stehen. Definitiv. Tipps zu Blumen züchten. In der Nähe von Bewohnern Blumen züchten, weil wenn die dir die Blumen gießen, dann hast du mehr Chancen, dass sie am nächsten Tag nachwachsen. Oder lade dir Freunde ein und lass die drüber gießen, über deine Blumen. Und dann hast du auch höhere Wahrscheinlichkeiten, dass die sich weiter, also vermehren. Die Farbe ist dann trotzdem immer zufällig, aber du hast dann mehr Wahrscheinlichkeit, dass sie sich am nächsten Tag vermehren. Und ich glaube, wenn sogar dann 5 Freunde drüber gießen, über dieselbe Blume, dann glitzert die auch mehr. Und dann sieht man auch, dass das dann die höchste Wahrscheinlichkeit ist, oder? War das 5 Freunde? Ja, man muss mal 5 Freunde in Animal Crossing einladen. Aber ich glaube, das war so. Ja, man kann kreuzen, ja klar. Man muss die halt nebeneinander pflanzen. Ja, ich dachte, das war bekannt. Also es gibt eh so Blumenguides von Animal Crossing. Auf Pinterest, auf Instagram. Google einfach danach. Da findest du das, welche Blume neben welcher stehen muss, um welche rauszubekommen. Dann setzt du die nebeneinander. Und dann gießt du die und lässt sie von Bewohnern gießen. Also da ist es halt zufällig, wenn die da mal rangehen mit einer Gießkanne. Die kann man halt nicht so steuern. Deswegen wäre es einfacher, jemanden einzuladen, der drüber gießt. Ja, du musst die nebeneinander stellen, ja. Die Karte, ja, die sieht noch nicht so spannend aus. Noch nicht sehr spannend. Alles Wüste. Ich weiß die Theorie, habe jetzt schon seit Monaten meine lila Chrysanthemen da und bekomme einfach keine grüne, auch wenn ich und Bewohner gießen. Echt? Bekommst du nur lilane raus? Einfach mal nichts. Nee, es ist doch nicht viel da. Aber es kommt auch nicht viel. Es soll ja eine Wüste sein. Also der Canyon sieht halt dann voll special auf der Karte aus. Denke ich. Nur lila, okay. Also wenn man lila und lila paart, sollte grün rauskommen. Das ist schon so. Das ist ja komisch. Ja, weiter versuchen. Manchmal ist es echt tricky. Kann man nichts anderes machen, als weiter versuchen. Das Lied ist echt gruselig, was das singt. Die Bewohner. Jetzt bekomme ich meine Animal Crossing Insel nicht fertig, weil ich die ganze Zeit Tears of the Kingdom spiele. Alex, du musst Prioritäten setzen. Was ist dir denn wichtiger? Prioritäten! Spiel doch Tears of the Kingdom. Ist doch nicht schlimm. Die Animal Crossing Insel kann warten.
Liegt das mit den Blumen vielleicht am Time Traveling? Nein, oder? Ich glaube, es sollte nicht an den Blumen. So, Animal Crossing abgehackt, wechseln zu. Ihr kleinen Sacker da draußen. Das gefällt mir. Du siehst heute hübsch aus mit deiner Persönlichkeit. Einhornkeks, dankeschön. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Ich will mir oft so eine Frisur machen, aber ich traue mich nicht. Und es ist echt schön zu hören, also so, solche Worte dann zu hören, weil ich, keine Ahnung, bei Frisuren bin ich mir immer so unsicher. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Trigger-Thema bei mir. Keine Ahnung. Aber es ist dann echt schön, sowas zu hören. Danke dir. Ich kann das neue Zelda leider noch nicht spielen. Nein! Was ist los, Leo? Wieso kannst du es noch nicht spielen? Hast du es noch nicht bekommen? Ach, Leonie, danke. Katja, was bist du denn gerade am Essen? Keks? Blackpink Pasta, guten Morgen. So. Es wird schon Kenjäger, wenn das ein Wort ist, aber ich glaube nicht. Ich würde da noch ein bisschen nach rechts gehen. Ich freue mich, weil wir später zum Restaurant gehen. Wegen Muttertag. Lecker. Also ich freue mich auch, weil Daniel heute kocht. Und Daniel kocht sehr gut. Sehr, sehr gut. Und er kocht auch unser aller Lieblingsessen. Also ich glaube, es ist unser aller Lieblingsessen. Diese Tomaten-, Paprika-, Rosmarin-Nudeln, von denen ich euch schon circa 100 Mal erzählt habe. Die werden heute am Muttertag gekocht, weil wir sie alle lieben. Für, ich glaube, wie viele Leute sind wir? Für 9 Leute? Ja, da hat er zu tun. Magst du Sushi? Vegetarisches Sushi. Ja. Die sind ja auch lecker. Die sind so lecker. Das ist das Leckeste. So, ich bin da ein bisschen nach hinten gegangen, weil ich mir denke, ich möchte nicht, dass, dass der Canyon dann aus dem Nichts so startet, sondern vielleicht da schon so ein paar Vorläufer hat. If you know what I mean. Maxi, auch so gerne. Hast du die nachgekocht? Leonie, wie weit bist du denn in Breath of the Wild? Breath of the Wild. Ich habe das ja so schnell fertig gespielt. Terrorbrezel, einen wunderschönen guten Morgen mit dir. Mega, also ich denke, ich mache Qualle. Ich meine nicht Qualle. Qualle, alles gut. Du musst nicht hier die perfekte Rechtschreibung haben. Die habe ich nicht, die hat eh niemand. Auch gerade, wenn man so schnell einen Text eintippt, das kann passieren. Und solange ich verstehe, was du schreiben möchtest, ist ja alles gut. Und sonst frage ich einfach nach. Aber da brauchst du dir gar keine Gedanken hier machen. Das ist ganz egal. Soda. Sodala. Dann machen wir hier oben noch ein bisschen weiter. Rechtschreibung, was denn das? Genau, das gibt es sowieso nicht. Also hier auf Twitch. Hier gibt es keine Polizei. Keine Rechtschreibpolizei. Mir fehlt der Wüstentitan noch und dann Gun. Bereite dich gut vor. Der Donner-Titan. Also ich habe den tatsächlich, also wie es die Leute auch gesagt haben, schwieriger gefunden als Gun uns selbst. Obwohl, es gibt, also Leonie, ich weiß nicht, hast du mein Video dazu gesehen? Hast du dich da spoilern lassen? Weil ich will dich natürlich nicht spoilern, aber es gibt ein Wort, das dir sehr viel helfen kann. Okay, ich weiß nicht, ob ich dir das sagen kann. Ein Tipp, wie es vielleicht einfacher geht, wie es mir sehr leicht gefallen ist, den Donner-Titan zu erledigen. Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen soll.
es ist nicht wirklich ein Spoiler, es ist nur ein Tipp, wie man mit welchem Ding es dir leichter fällt. Okay. Für den... Es war auch bei den Jägers praktisch, aber das Stasis-Modul, Leonie, das Stasis-Modul ist the key of everything. Okay? Gut. Das ist mein bester Freund. Okay, dann nutzt du den eh schon so. Ja, also das hat mir den Arsch gerettet, muss ich ehrlich sagen. Bei den Jägers und bei, eigentlich bei jedem Gegner, Leute. Also wenn ihr Zelda spielt und nicht weiterkommt, baut eure Module aus. Das könnt ihr in dem Institut machen. Und dann haut das Stasis-Modul raus. Immer. Immer. Servus, bis hier. Gute Laune von unserem Dodo abholen. Da hast du recht, Diabolo. Guten Morgen. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. So, das sieht eigentlich schon recht fresh aus. Ich glaube, ich ziehe es noch ein bisschen hier rüber. Das hier. Da werdet ihr euch jetzt vielleicht beschweren. Eventuell. Was ist ein Akinator? Hatte Brust eigentlich. Mia, es tut mir leid. Brust. Auf dich, Mia. Brust. Wieso ist sich da hinten eine Blume versteckt? Wo? Wo? Da? Oh, da ist sie. Was ist Akinator? Bin ich dumm, dass ich das nicht weiß? Diese Frage-App, wo du an jemanden denkst und dann Fragen gestellt bekommst, der errät es dann. Echt jetzt? Wieso sollte ich da sein? Ostretze soll ich mich einholen. Dankeschön, dass du dich um mich kümmerst. Oh, ich hatte am Freitag eine richtig komische Begegnung. Ey, also ich weiß nicht, ob das einfach rotzfreche Jungs waren oder ob die mich erkannt haben. Ich kann es nicht sagen, aber ich war bei der Uni und wollte gerade zur Straßenbahn gehen. Und da war so eine Gruppe von Jungs, die waren so 12, 13. Und ich war bei der einen Straßenseite und die Ampel war rot und die waren auf der anderen Straßenseite und haben auch gewartet, um über den Zebrastreifen zu gehen. Und die haben dann so alle anderen angetätschelt und haben so geflüstert und auf mich gezeigt. Als hätte ich das nicht gemerkt. Also entweder die waren frech oder die haben mich echt erkannt. Und dann hat einer das Handy rausgeholt und hat mich gefilmt. Das ist sowas von uncool gewesen. Ich hatte keine Zeit, ich musste die Straßenbahn erreichen. Sonst hätte ich die angesprochen. Aber egal, ob sie mich erkannt haben oder einfach nur frech waren, das war, es ist echt nicht cool. Niemand will in der Öffentlichkeit, gerade wo ich von der Uni nach Hause gehe, gefilmt werden. Also, nee, uncool. Alles uncool. Zu schüchtern, dich anzusprechen. Aber dann Film? Uncool. Übrigens, sie mag deine Anfängertipps. Wer? Meine Mama steht gerade übrigens neben mir und mag dich gerne. Ach, das ist süß. Dann frohen Muttertag. Frohen Muttertag an die Mama von Katja. Ich beantworte die Fragen bewusst immer falsch bei Akinator. Schließlich soll das Ding ja Gedanken lesen und müsste wissen, dass ich Terrorbreze. Lügen darf man nicht sagen. Findest du auch, dass Omis so gut kochen können? Und du musst immer Wasser trinken. Ich muss immer Wasser trinken. Das ist wichtig. Und ja, sehr viele Omis können gut kochen. Das stimmt, das stimmt. Wenn alles klappt, bekomme ich das neue Zelda morgen. Ja, Leo, ich drück die Daumen. Haben halt eine hübsche Frau gesehen und wollten im Moment... Es ist so fresh, sah ich gestern nicht aus. Vielleicht lag es auch daran. Wie
wäre es, wenn du die Insel im Herbst speicherst, sodass das Gras fast so aussieht wie das Sand, damit es nicht so offen ist. Das kann ein Ding sein, das ich machen werde, Anila. Und ich habe mir schon überlegt, entweder einen Tag, nachdem der Schnee weg ist, weil da ist es ja auch fast so grau-mäßig. Da müssen wir uns dann, das müssen wir uns dann angucken, was da besser passt. Da werden wir gemeinsam dann spulen und gucken, was das Beste ist. So, und ich runde jetzt mal ab. Ich fange mal an abzurunden. Wenn man nicht gefilmt werden will. Also wir Deutschland haben da eine Verbotsgesetz gegen. Bei uns kann man das anzeigen, wenn man... Ja, also anzeigen werde ich es nicht. Die waren ja echt erst 12, 13. Die haben halt noch nicht so viel Ahnung vom Leben gehabt. Aber es ist schon frech. Also es war halt offensichtlich, dass er mich gefilmt hat. Also es war offensichtlich. Gefilmt oder Fotos gemacht, keine Ahnung, aber es war offensichtlich. Und es war schon frech. Wie verdient man Egg Dodo Coins? Einfach indem du zuguckst, Katja. Die laden sich auf, je länger du zuguckst. Danke für deinen Lurk, einen Keks. Hab noch ein bisschen Zeit, Zelda Breath of the Wild zu Ende zu spielen. Ja, ein bisschen. Also wenn du es morgen bekommst. Nicht mehr so viel Zeit. Ob man mit 12, 13 schon an... Ja, also... Ich würde die deswegen nicht anzeigen, wenn es 12, 13 sind und immer gefilmt. Deswegen, das meinte ich. Also, eine Anzeige? Nee. Deswegen nicht. Bekomme keine Dodo-Coins. Was ist da los? Doch, du bekommst Dodo-Coins. Klick mal auf diesen Container da unten, der da bei dir beim Text angezeigt wird. Also wahrscheinlich da drüben oder so. Bei, also neben dem, wo du reinschreibst, sollte so ein kleiner Container sein oder ein Dodo-Coin. Und da einfach mal draufklicken. Das wird dir helfen. Oder lad die Seite neu. Danke, Leonie. Bei uns bringt das bei unter 14 Jahren. Okay. Hä? Gott, ich bin zu alt. Ich denke automatisch an Half-Life, wenn jemand Hogwarts Legacy mit HL abkürzt. Deswegen, Terrorbrezel, kürze ich das mit HGL ab. Immer schon. Seit Anfang an. Meine Videos heißen auch, also wenn ich die aufnehme, heißt die auch HGL 1, HGL 2, HGL 3, HGL 4. Also in meinen Ordner. Ich bin auch immer verwirrt, wenn die HL schreiben. Dodo Coins. Coins. Hab jetzt 77. Yes! HWL. Ja, das geht auch. HWL, ja. HWL ist aber bei uns eine Schule. Eine weiterführende Schule. Oh nee. Oh nee, das ist HLW. Oh. Ups. Die Verwirrung ist verwirrt. Immer mit diesen Abkürzungen. Hören wir doch einfach auf. So. Ich starte mit dem Wasser. Sieht schon gut aus. Semi. Semi. Ich glaube, ich werde noch sehr viel umbauen. Skylar. Oha, Skylar, vielen, vielen Dank für dein Prime-Sub. 11 Monate. Du weißt, was nächsten Monat passiert. Skylar, vielen, vielen Dank für 11 Monate. Vielen Dank. 11. HGW abkürzen. Hogwarts. Ja. Aber da gehört das L für Legacy noch dazu, sonst weißt du nicht, dass es sich ums Spiel handelt. Terraforming ist was Schönes. Terraforming ist was Schönes. Das müsst ihr euch immer einreden, wenn ihr sowas macht. Sonst bekommt ihr einen Vogel. Sonst dreht ihr durch. Aber gut, dass ich euch habe nebenbei. Sonst würde ich hier einschlafen. So,
Das Ding ist, passt hier... Oh Gott, nein. Passt hier noch was hin? Ja. Oh, wait a minute. Wie breit sind denn die Termitenbauten? Nehmen die einen Platz ein oder nehmen die mehrere Plätze ein? It's just a question. Okay, sie nehmen einen Platz ein. Oh, huh. Huh. Nochmal Glück gehabt. Nochmal Glück gehabt. Oh nein. Ja, und genau deswegen wird das noch richtig belastend. Jetzt muss ich hier das machen und dann hier das platzieren, damit das genau da steht, wo ich es haben möchte. Und damit die Abrundung nicht weggeht... Oh, das wird noch sehr schwierig. Nein! Need to know best, Hellchen. Hab dich gefunden. Jetzt ernsthaft? Ich muss das auch mal machen. Wie heißt das nochmal? Aki? Aki was? Wieso sollte ich da drin sein? Da muss mich ja jemand reingenommen haben, oder? Terraforming ist was Schönes. Terraforming ist was Schönes. Terraforming macht Spaß. Akinotor. Ich muss das kurz mal googeln. Akinotor. Hab noch nie von dem gehört. Aha, das ist ja ein Genie. Vollkontakt. Guten Morgen. Dann muss es ja aber viel breiter. Wieso meinst du? Wieso? Wieso muss es breiter, Anilein? Ich werde ja eh nach außen hin breiter. Ich wollte ja nach innen hin weniger breit werden. Wenn hier jemand zuhört und das Bild dazu nicht hat, ist es sehr komisch. Ja, Anilein, einfach abwarten. Ich glaube, du weißt nicht... Also, wie sollst du auch meine Vorstellungen wissen, die ich im Kopf habe? Also einfach abwarten, okay? Findest du die neuen Schreine in Tears of the Kingdom? Ich habe jetzt erst 3 gemacht, aber ich finde sie eigentlich ganz cool. Die waren halt jetzt alle noch einfach. Aber ich glaube, dass es sehr schwierig werden kann mit den ganzen Kombinieren und alles Mögliche. Es wird, glaube ich, noch ein bisschen tricky. Ich wurde schon mal von einer Klassenkameradin heimlich fotografiert, wo ich nicht so schön aussah. Und dann hat sie gestern einen Sticker geschickt. Das ist so mies, Katja. Das tut mir so leid. Das tut mir wirklich so, so leid. Und das sollte auf jeden Fall nicht passieren. Aber Menschen können so grausam sein. Weil das ist auch ein Mensch, wo ich nie wieder normales... Also nie wieder... Also... Vor den Menschen, die sind für mich dann nicht mehr relevant. Und mit dem würde ich mich dann auch distanzieren, weißt du? Ja, das glaube ich dir, Katja, und es tut mir so leid. Kinder können so grausam sein. Ich verstehe es nicht.
Ich verstehe es nicht. Warum? Ein Spoiler? Leute, passt auf. Passt auf, dass sie nicht spoilert. Oh, der Schmetterling. Schön. Wo holst du dir immer die Nintendo-Mitgliedschaft? Bei Nintendo ist mir zu teuer. Ich habe eine Familienmitgliedschaft. Weil ich habe ja auch zwei Switches. Und mein Bruder hat auch eine Switch. Und deswegen teilen wir uns das dann. Ist das jetzt zu weit draußen? Nee. Nee, ist nicht zu weit draußen. Es liegt hier das Zeug rum. Oh, das wird aber schon knapp. Oh Mann, sie stehen noch immer da. Becky, Teddy, Hallöchen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, sie haben kein Wasser und heute ist Angelturnier zufälligerweise. Und es steht die alle hier rum, obwohl hier kein Fisch ist. Voll dumm. Ach nee, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm, sie sollen da stehen. Dann nerven sie hier nicht. Außer sie kommen jetzt gleich wegen dem Wasser. Das könnte passieren. Vielleicht entscheiden sie sich um. Das kann passieren. Das wäre ein bisschen blöd. Ja, der Fluss soll dahin verbunden werden, aber ist jetzt noch nicht relevant. Alles gut. Ich will vorher sowieso die Brücke noch machen. Die kommen ja dann hier hin. King Hector. Schwieriges Thema. Will ich jetzt hier nicht ansprechen. Ist nicht der richtige Raum jetzt dafür. Aber es... Einfach, ja, man sollte drüber reden, aber hier nicht jetzt. Das wäre mir gerade auch zu belastend. Geht mir zu nah, also... Bitte versteh das. Gut, ich möchte hier noch ein bisschen diese Schlängeloptik haben, bevor dann die Brücke kommt. Wird dann die Brücke sein? Soll ich die gleich machen, damit ich schon richtig den Ausblick drauf habe? Was meint ihr? Und soll die Brücke 4 breit oder 3 breit sein? Was meint ihr? Verena, Hallöchen. Grüße von meiner Katze. Grüße zurück. Katja, das freut mich. Ich finde 3 schön. 4 breit schaut besser aus. Oh, wie ist eigentlich nicht einer Meinung? Was soll ich dann tun? Abstimmung. Let's go. Soll die Brücke hier, die hier hinkommen soll und in den Canyon rein, also man soll in den Canyon dann voll schön reingucken können, 3 breit sein, Felder, oder 4 breit sein?
Das ist die Frage. Schwierige Entscheidung. Abstimmung wird gleich von der Leonie, denke ich mal, gemacht, oder? Spielst du auch an der... Also ich spiele gerade an Nintendo Switch, ich spiele dann auch an der Xbox und am PC spiele ich auch hier. Bis auf PlayStation alles am Start. Und auf Steam Deck. Steam Deck habe ich auch nicht. Ich habe zu wenig Erfahrung mit Steam Deck, obwohl ich sehr vieles Gutes darüber höre. Hat jemand von euch Steam Deck? Oh, ich habe hier Mana-Waffeln. Oh, ich habe es gar nicht gecheckt. Daniel hat mir hier Mana-Waffeln hingestellt. Ha? Anisha, Hallöchen. So, ihr könnt schon abstimmen, Leute. Du darfst dich was fragen, solange sie allzu persönlich ist. Okay, ich glaube, 4 gewinnt. So ein schlechtes Wortspiel. So ein schlechtes Wortspiel. Anisha, Hallöchen. Dirin, Hallöchen. Hi. Und Marienchen, Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Hast du The Last of Us Part 1 gespielt? Nur ein Let's Play geguckt. Da habe ich früher noch nicht Let's Played. Also da habe ich noch nicht gezockt. Also schon gezockt. Gezockt habe ich immer. Aber ich habe noch nicht gestreamt und so. Aber Let's Play. Ich habe Steam. Nein, nicht Steam. Nicht das am PC, sondern ein Steam Deck. Das ist eine Konsole. Darf ich diesen Sims erstellen? Klar, Katja. Klar. Ihr dürft mich Sachen fragen, ja, Leute. Ihr müsst mich nicht fragen, ob ihr mich was fragen könnt, fragt einfach und ich sag's euch dann, ob ich es euch beantworte. So, ihr habt 75% für 4 abgestimmt. 4 gewinnt! Nicht nochmal diesen schlechten Wortswitz. The Last of Us ist jetzt für PC raus. 4 hat gewonnen. Also nicht zu persönlich. Solange es nicht zu persönlich ist. Ihr solltet wissen, was sehr persönlich ist und was man nicht fragt. Also, jup. Wir machen eine Brücke mit 4. Achso, das müsste ich ja noch. Müsste ich ja noch erweitern. Ich erweitere es hier. Oh nein! Nein, nicht hier. Uncharted 4. Ja. Aber muss man Uncharted 1, 2, 3 gespielt haben, um Uncharted 4 zu spielen? Das ist meine Frage. Ich weiß nicht, ob ich noch Sachen brauche, Qualle. Deswegen würde ich jetzt eher Nein sagen. Weil ich wirklich... Ich habe den Überblick verloren. Die Leute haben mir so viele Sachen gebracht. Und ich weiß nicht, ob ich noch neue Sachen brauche. Deswegen keine Ahnung. For win! Ich weiß nicht, ob ich mir Paul merken kann, weil es nicht im Namen steht. Und ich versuche das Beste. Tom, Duck, du hast doch immer nicht gecheckt, dass ich nicht Pyrodo heiße. Aber gut. Ich will eine Brücke bauen. Brücke. Wir machen natürlich eine Hängebrücke. Ich glaube, das ist einfach am naheliegendsten. In der Wüste? Nein, aber weil sie auf jeden Fall so provisorisch und alt aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen machen wir eine Hängebrücke. Das ist mein Wunschmodell. Mich auch gern Anni. Okay, ja. Anni, das steht... Na. Realistisch oder nach dem Spiel angehen? Ganz wie du magst. Keine Ahnung, benutzt du vielleicht Mods oder so?
Spielst du auf Pure Valley auch Happy Home Paradise oder nicht? Oh. Ich habe auf der Switch kein Happy Home Paradise. Deswegen hätte ich eigentlich nicht gedacht. Aber wenn ich jetzt sehe, dass voll viele Häuser hässlich aussehen, dann will ich die da noch immer stehen. Dann muss ich es wohl mal zulegen. So. Was meint ihr? Ist das zu breit? Chrissy, hallöchen. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Freut mich sehr. Bau gerade einen Laden. Oh, schön. In Sims. Schön. Okay. Mhm. Uncharted 1 bis 3 gibt es nicht für einen PC. Okay. Das ist ja voll gemein. Das ist ja voll gemein. Sieht gut aus. Nee, das passt. Ich finde, das passt. Sieht gut aus, sieht gut aus. Okay. Alles klar. Dann machen wir das. Dark Souls, hast du eigentlich Amiibos? Dann kannst du ja eine neue Waffe spawnen lassen. Du kannst mir auf Instagram ein Bild schicken. Also das wäre die leichteste Methode. Hängebrücke passt. Achso, ich habe noch nie eine Brücke hier gebaut. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's sehr gut, ich hoffe dir auch. Du hast ja auch einen neuen Instagram-Account, habe ich gemerkt. Marienkäferteppich. Achso, das kann ich mal ablegen. Ich muss das Geld holen. Der Kuruid will Geld von mir haben. Wieder mal. Werde ich hier abgezockt. Was ist in deinem Wohnzimmer gespawnt? Ein Pokémon? Na, sowas. Ja, bei mir passt alles. Das ist schön. Muss mich verabschieden. Wir gehen jetzt zum Restaurant. Viel Spaß, Katja, und lass es dir schmecken. Da musst du dir die PS4 oder 5 zulegen, wenn du Uncharted 1, 3 oder The Last of Us Part 2 spielen willst. Ja, ich weiß. Das mit der PlayStation ist so ein Ding. Weil ich glaube, für mich macht es gerade mehr Sinn, mein PC abzugraden, als eine neue Konsole mitzuzulegen. Damit ich einfach auch auf mehr PC-Spieler mit euch streamen kann. Ich glaube, das macht für mich gerade derzeit mehr Sinn. Und alles auf einmal geht halt nicht. Na klar. Ich habe eine gebrauchte PS4 im Monat geschossen. Wie du das schreibst, Mad Rabbit. Viel wie möglich! Zieh mir das Geld aus der Tasche. Alles gut? Okay. Ein Kugelrunder Elektro. Japp, die Link-Amiibo und die gibt's. Gibt dir was Besonderes. Okay, Link-Amiibo. Aber welches Link-Amiibo? Es gibt ja. Was habe ich gesehen? Generell von The Legend of Zelda gibt es ja, glaube ich, so über 50. Aber links gibt es ja mehrere. Hab mir den Toaster von dir nachgekauft. Hab mir den rosa bestellt, so ein süßer. Okay. Hast du Tipps, wie man einen Bewohner am schnellsten von der Insel kriegt? Nee. Sich gut mit dem anfreunden, doch. Gut mit dem anfreunden. Kann meinen Namen nicht ändern, erst ein Zitat. Oh nein!
Aber Paul, ich habe mir das bis jetzt gemerkt. Die erste Link-Amiibo. Ach so, die erste. Okay, ja. Woher sollten die es ahnen? Also ich habe bei Mediamarkt geguckt. Es gibt bei meinem Mediamarkt 3 The Legend of Zelda Amiibos. Einmal das mit dem Wächter. Dann das mit dem Pferd, was auf Amazon sage und schreibe 50 Euro kostet. Und bei meinem Mediamarkt 14. Also den hole ich mir. Und dann gibt es noch Super Smash Bros. Link. Ja. Die Lampe. Die Lampe. Die Toastlampe. Die da meinst du. Ich dachte mir gerade so, hä? Da, sie ist mit dem Kabel verbunden. Ich muss sie euch zeigen. Ich bin ja ganz stolz auf diese Lampe. Sie ist so süß. Guckt sie euch an. Guckt sie euch an. Und dann... sie leuchtet. Es ist einfach cute. Kannst du mal eine Roomtour machen? Zahlt sich nicht aus. Ihr seht den halben Raum da hinter mir. Und den PC-Setup seht ihr auf Instagram und deswegen zahlt sich nicht aus. Es ist nur 40 Quadratmeter. Ihr seht eigentlich alles. Ich bin auch so stolz. Süßer. Ja, ist aber wirklich süß. Meine Katze guckt mit mir immer deine YouTube-Videos und jetzt guckt sie wieder mit. Ach, süß. Wie heißt denn deine Katze? So, ich muss spulen. I have to spul. Ach, der Raum ist größer. Nee, der ist nicht größer. Da ist nur da das Bett, da mein PC, da ist das WC und da ist noch die, also da rein ist noch die Küche, aber das ist nicht so großartig. Das seht ihr auch auf Instagram öfter mal. Gibt auch Zelda Amiibo-Karten, haben meine Kids. Ja, voll, Karten habe ich auch gehört. Aber die Figuren sind schon toll. Deswegen. Aber man kann halt Karten, von denen kann man direkt mehr kaufen und dann hat man mehr davon, aber also dieses eine mit dem Pferd kaufe ich mir. Hundertprozentig. Weil 50 Euro auf Amazon. Oh, ich habe vergessen zu spulen. 50 Euro auf Amazon und 14 Euro bei meinem Mediamarkt. Ich meine, ich wäre ja blöd, wenn ich es nicht tun würde. Ah, da. So. Sorry, dachte, ihr redet von einem echten Toaster, so ein Merch auf dich, so ein Fan auf dich. Nein. Nein. Leider nicht. Amiibos? Oh, schwierig zu erklären. Was sind Amiibos? Hat das schon jemand erklärt? Nee. Das bei Amazon ist ein Scalper. Nee, 14 Euro ist nicht Standard. Also der andere kostet 17, glaube ich. Der Super Smash Bros. Link kostet 17 Euro. Der ist teurer. Und der Wächter ist, glaube ich, nochmal teurer bei Mediamarkt. 14 oder 50? Ja. Ich dachte, der ist vielleicht besonders und deswegen ist der schon so viel wert auf Amazon und Mediamarkt Österreich hat da mega noch nicht mitbekommen, dass der was wert ist. Das geht, es ist nämlich oft so. Das war bei den Amiibo-Karten von Animal Crossing so. Da waren die in Deutschland ja, bei Mediamarkt schon, nee, war das umgekehrt? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Also auf Amazon waren die sowieso immer teuer. Sind sie auch jetzt noch. Aber ich glaube, bei Mediamarkt hat es einfach da noch nicht begriffen. Aber jetzt sind sie auch teurer bei Mediamarkt, die Animal Crossing Amiibos. Gibt es so einen Roll-Yoshi, der ist auch übertrieben teuer. Voll! Dieser Häkel-Yoshi! Ja! Von dem habe ich auch mal gehört. Kommt auf die Größe an. Ach so, okay, ja, weil der größer... ja, okay. Ja, obwohl das Pferd mit dem Ding drauf ist ja auch immer egal. Es ist eigentlich so egal. Ah.
Ach, das kann man einfach in den Systemeinstellungen die Zeit ändern und das wirkt sich dann... Ja, genau. Also, weil das ist ein Echtzeitspiel und deswegen hat es dann Auswirkungen. So, jetzt sehe ich auch, was ich noch terraformen muss, weil ich werde immer nach dem Ausblick hier gehen, weil das das Wichtigste ist, dass man hier einen schönen Ausblick hat. Ist Mediamarkt in Österreich auch mit Saturn zusammengegangen? Wie in Deutschland? Ist es bei euch auch schon so? Das ist bei uns tatsächlich vorher passiert. Da war bei euch das noch getrennt. Ist es bei euch jetzt auch zusammengefallen? Also bei uns gibt es gar keinen Saturn mehr. Hat es aber auch gegeben. Und dann haben sich Mediamarkt und Saturn fusioniert. Und jetzt gibt es nur mehr Mediamarkt. Ich dachte, nee, im Spiel kann man es selber gar nicht machen. Das muss man tatsächlich in den Systemeinstellungen machen. Aber es gibt eine schnellere Methode als das, was ich gerade gemacht habe. Ich habe leider den Ladescreen verpasst. Weil ich zu viel geredet habe. Wir haben eine gemeinsame Internetseite. Also es existiert bei euch noch Saturn. Bei uns existiert nämlich wirklich gar kein Saturn mehr. Das Wort Saturn wurde aus Österreich gelöscht. Und es gibt jetzt nur mehr Mediamarkt. Also es ist halt wirklich so. Wird schon. Bei mir heißt es Saturn auf Saturn, aber die Webshops sehen gleich aus und heißen gleich. Aber der Store noch umbenannt wird, kein Plan. Also bei uns gibt es beides Deutschland. Die Websites sind aber identisch. Nur andere Farben. Hä? Das ist ja voll verwirrend. Und Shimani, Hallöchen. Bei uns gibt es aber mehr Mediamarkt und weniger Saturn. Ja, kommst du aus Österreich? Yes, I'm Österreicherin. Ich bin aus Österreich und ihr wohnt in Oberösterreich und was kann ich nur sagen? Mein Herz macht fast nicht an, dass ich aus Oberösterreich bin, aber manchmal schon. Aber ich kriege sehr viele Kommentare auf YouTube, dass man meinen Akzent sehr schwer aushört und deswegen sehr viel glauben, dass ich aus Deutschland bin. Aber na, ich bin aus Oberösterreich. Bei uns machen die sogar ein paar Werbung zusammen. Ja, die gehören ja auch zusammen. Das ist ja irgendwie wie Rewe, da gibt es ja auch mehrere Stores zusammen. Das ist ja auch komisch. Rewe gibt es bei euch. Und bei euch heißt der Rewe Rewe, oder? Also es gibt einen Rewe-Shop, der heißt bei euch Rewe. Da steht vorne drauf Rewe, oder? Das gibt's bei euch, oder? War gerade noch dort zum Snowboarden. Du musst so weitersprechen, das hört sich so toll an. Ich verstehe halt alles. Rewe, genau. Das gibt's bei uns nicht. Wir haben zwar diesen Rewe-Konzern auch da, aber unser Lebensmittelladen von Rewe heißt Billa und früher Merkur, aber Billa und Merkur sind jetzt auch eins und es wurde draus Billa und Billa Plus, weil Merkur immer größer war. Das sind größere Shops als die Billa-Shops und jetzt ist das Billa Plus, weil sehr, sehr größer. Und dann gibt es noch Bipa, das ist eine Drogerie von Rewe. Und dann gibt es noch Penny, das ist ein... Das kennt ihr auch, glaube ich. Penny, oder? Hofer, das ist Aldi, genau. Und letztens dachte ich, oh, Österreich heißt jetzt auch bald Aldi. Weil die haben so Etiketten bei uns befestigt, wo Aldi drauf stand. Aber ich glaube, die haben sich vertan. Penny habt ihr auch. Das ist halt etwas günstiger als Billa bei uns. Aber alles ist Rewe-Konzern. Aber es heißt nicht Rewe, sondern Billa. Also, ich weiß nicht, was die mit den Namen haben. Wieso können die nicht einfach alles gleich machen? Nee, können die nicht. Schaffen die nicht. Wieso muss es in Österreich anders heißen? Keine Ahnung. Edeka? Ich weiß nicht, ob es in Österreich ein Edeka gibt. Kann sein, aber ganz, ganz selten. Kaufland gibt es bei uns gar nicht. Oh, falls ihr Hintergrundgeräusche hört, wir bekommen gerade Besuch. Ihr wisst ja, dass ich um 12 Uhr offline gehen muss. Wegen dem Mittagessen. Der Besuch ist da. The Family.
hier nur zu Edeka und kaufe. Also ich kaufe sehr viel bei Hofer ein. Aber ich bin auch der Meinung, dass unser Hofer in Österreich ist. Ich war schon öfter mal bei Aldi in Deutschland. Aber da war ich nie so begeistert. Unser Hofer in Österreich ist eine andere Welt. Ich finde ihn viel besser als bei euch. Und dann gehe ich auch noch ganz oft zu Spar, aber das ist ein österreichischer Laden. Der kommt auch aus Österreich. Den gibt es auch auf den Kanaren. Falls ihr auf den Kanarischen Inseln mal wart und einen Spar gesehen habt, der kommt aus Österreich. Wir haben da hin expandiert. Aber das meiste, was es in Österreich gibt, kommt alles aus Deutschland. Naja, nein. Naja, will ich jetzt nicht so sagen. Aldi hat sich hier die letzten Jahre aber auch sehr gewandelt, also zum Positiven. Ja, wann war ich das letzte Mal? Es war letztes Jahr, glaube ich, war ich das letzte Mal bei Aldi. Bei Spar war ich auch schon öfters. Spar ist ein bisschen teurer als Hofer bei uns, aber sehr gut. Sehr gut. Was die Musik angeht schon, das kommt alles aus Deutschland. Also wir haben auch gute österreichische Musiker, aber ja, natürlich, Deutschland ist viel größer. Also das ist ja irgendwie auch klar, alle Streamer, also sehr viele Streamer sind ja auch, wohnen in Deutschland, aber das hat halt auch mit der Größe zu tun. Ich glaube, prozentmäßig, was aus Österreich und Deutschland kommt, wäre das eigentlich gleichzusetzen. Aber ihr seid halt um Vielfaches größer. Ihr habt Millionen von, ich glaube, 50 Millionen mehr Einwohner. Also ist ja klar, dass da mehr Sachen aus Deutschland kommen. Und wir sprechen ja dieselbe Sprache, also. Gestern wart ihr beim ESC deutlich besser als Deutschland. Aber wir haben es endlich mal wieder ins Finale geschafft. Also letztes Jahr haben wir es ja nicht mal ins Finale geschafft. Ja, aber das Lied war ganz witzig. Who the hell is Edgar? Ja, wir waren Platz 15. Was hat denn Deutschland gemacht? Ich weiß gar nicht, ich hab's nicht angeguckt. Welcher Platz war denn Deutschland? Was bekommst du heute zum Essen? Nudeln. Paprika-Rosmarin-Nudeln. Oh, lecker. Ich spiele jetzt Tears of the Kingdom weiter. Ja, Alex, so recht hast du gemacht. Das ist viel Spaß. Letzter Platz. Nein, ihr wurdet letzter. Oh je, Mini. Nein! Wart ihr nicht schon mal letzter? Ist das nicht schon mal vorgekommen? Wir sind voll oft letzter. Oh nein! Oh je! 2021 erst. Aber da glaube ich, waren wir da auch nicht im Finale. Also irgendwann haben wir ja gewonnen mit den. Wie hieß das Lied nochmal? Euphoria? Ja, das Finale war gestern, Hector. Was hier vor? Irgendwann haben wir gewonnen. Zu unserer allergroßer Überraschung. Ja, genau, Konstichter Frust. Ja, voll. Ah, ja, er war das. Aber ich mochte das Lied von Anfang an nicht. Also ich fand ihn cool, wie er da aufgetreten ist. Aber... Also der hat auch richtig performt, aber ich fand das Lied nicht cool. Da war das dieses Jahr viel besser von uns. Es geht doch mittlerweile selten um die Musik. Ja, das stimmt. Man wusste halt dieses Mal schon vorher, wer gewinnt. Also die auf Top 1, die haben dann auch... Also die bei den Umfragen auf Top 1 waren, die haben gewonnen. Das wusste man halt dann vorher schon. Irgendwie. Es gibt auch einen Mann, wo es immer ein Streitgespräch gibt, ob der aus Österreich kommt oder aus Deutschland. Obwohl er Österreich ist. Vollkontakt. Diesen Namen nennen wir hier nicht im Chat. Du willst ja nicht, dass ich gebannt werde. Aber ich glaube, genau deswegen hast du aufgepasst, diesen Namen nicht zu erwähnen. Aber ja, er hat halt an der Grenze von Österreich zu Deutschland gewohnt. Yep. Also wirklich direkt an der Grenze. Das ist ja...
Ich denke mal, wir reden über dieselbe Person, aber Braunau, da geht ja ein Fluss durch. Und dieser Fluss ist gleichzeitig die Grenze zu Deutschland. Ich bin erst letzte Woche wieder da durchgefahren, als ich nach München gefahren bin. Und es ist halt wirklich eigentlich Deutschland fast. Weil halt die Stadt von dem Fluss in zwei geteilt ist. Ich spiele gerade Zelda Tears of the Kingdom. Mache ich immer in deinen Streams. Ich hoffe, das ist nicht unhöflich. Wieso? Hä? Nee! Gar nicht! Das sollst du ja so tun. Das ist ja voll gemütlich, wenn du einen Streamer, Streamerin zugucken kannst und währenddessen selber zockst. Das mache ich doch genauso. Braunau ist leider böse berühmt. Ja. Aber es ist eigentlich voll eine schöne Stadt. Ich habe vor 2 Jahren bei Voice Kids eine Version von Rise Like a Phoenix, die ich 1000-mal besser fand als das Original. Ja. Ja. Kann gut sein. The Voice Kids. Ah ja, voll. Kenne ich. Gucke ich nicht. Ich gucke ja kein Fernsehen. Deswegen habe ich auch den Eurovision Song Contest gar nicht gesehen. Aber meine Mom hat sich's angeguckt. Aber ja, wir reden über denselben mit den kleinen. Ja. Alles klar. Yep. So. Wohnst du schon immer? Ja, ich wohne schon immer in Österreich. Ich bin aber schon. Also ich bin von meinem Elternhaus nach Linz gezogen, in eine Studentenwohnung. Und jetzt wohne ich wieder am Land, aber nicht in meinem Elternhaus. Genau. Aber ich bin immer so in der Umgebung geblieben, ja. Keine Ahnung, ob sich das mal ändert. In eine Stadt werde ich nie ziehen. Zumindest sage ich das halt jetzt so. Weiß ja nie, was kommt. Aber ich hab's nicht vor. Ich bin mit dem Fluss noch nicht ganz zufrieden. Ihr auch nicht, oder? Bin ich der Einzige, der seit Tagen den neuen Tenacity-Song rauf und runter hört? Jack Black ist ein... Nee, kenne ich wahrscheinlich gar nicht. Weil... Ich habe einen Ohrwurm an der Disneyland-Parade. Seit Tagen. Seit Tagen habe ich Ohrwurm davon. Oh Mann. Eieiei. Ich will das Ende. In welches Land würdest du gerne ziehen? Also ich bin ganz glücklich eigentlich mit Österreich. Wir haben hier echt... gute Lebensstandards und das merkt man ja auch, wenn man auf Urlaub fährt. Oh Mann! Wenn man auf Urlaub fährt, sorry, das Terraforming macht mich gerade wieder wahnsinnig. Also generell Österreich, Deutschland und die Umgebung hier, wir können so glücklich sein, hier leben zu können. Aber ich liebe Spanien. Ich liebe wirklich Spanien, vor allem die Kanarischen Inseln. Ihr wisst alle, La Palma ist meine absolute Lieblingsinsel. Ich liebe es dort einfach. Aber hinziehen, vielleicht so mal für ein Jahr oder zwei? Keine Ahnung. Wenn es halt der Job auch zulässt. Schweden hat gewonnen, ja. Schweden. Aber die wurden ja auch auf Top 1 immer gesetzt, also bei den Umfragen. So, ich will den Fluss mal so lassen, aber hier möchte ich es noch ein bisschen breiter machen. Findest du eure Hauptstadt? Ist mit dem Rest von Österreich überhaupt nicht zu vergleichen. Also es ist tatsächlich so. Aber ist eigentlich schön, ja. Schöner als Paris. Meine Meinung. Aber ich finde auch München schöner als Paris. Aber München ist auch schön. Ich finde auch mit dem Fluss, der auch durchgeht, das ist ja echt so schön. In Karlsdorf, in Steiermark. Sehr schönes Karlsdorf. Oh, Steiermark.
glaube, könnte ich mir ein Bundesland in Österreich auswählen? Salzburg oder Steiermark wären so meine Entscheidung. Ja. Mag ich sehr. Sehr schön dort. Paris mag ich auch nicht. Ja. Gleichgesinnte im Chat. So, ich muss los zur Familienessen. Ich wünsche euch noch viel Spaß und sehr, sehr guten Appetit nachher. Danke dir, Delilah. Ich lass es dir schmecken und einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Ich werde eh auch gleich offline gehen, also da verpasst du nicht viel. Ich wünsche dir einen schönen Tag und lass es dir schmecken. Hau rein. Hau rein. Hallo, Elisa. Oreo, Hallöchen. Soda. Es wird schon, oder? Was meint ihr? So. Wie findet ihr es so bis jetzt? Also, wenn ich mal die Kamera raushole. Sieht schön aus. Habt ihr Verbesserungswünsche? Also was jetzt so das Terraforming angeht. Ja, ich weiß, ich muss den Boden noch machen. Aber was so die Plateaus und den Fluss angeht, was meint ihr? Man kann ja auch hier nochmal ein bisschen weiter nach oben, oder? Wie ging das nochmal? Oh nein! Wie ging denn das nochmal? Ach, ich habe die Erweiterung noch nicht. War es ein Fail? Wie viele Meilen habe ich denn? Sieht meiner Meinung nach top aus. Okay, wenn das so ist. Nein! Meilen. Da. Ich denke mal, da ich mal wohin muss, WC, bin ich für heute raus. Alles klar, Hector, bye bye. Viel Glück wünsche ich dir und schönen Tag noch. Und danke, dass du da warst. Ich habe 6530 Meilen. Geht sich das aus mit dem Fototool? Oh, hallo KK. Machst du auch Zelda Tears of the Kingdom Streams? Also, wir haben vorhin schon gesprochen. Also, ich mache ja Let's Play auf YouTube. Jeden Tag ein Video. Soweit es ausgeht. Aber wir haben vorhin schon mal gesagt, dass wir vielleicht Crocs sammeln oder Waffen looten mal im Stream. Das kann mal vorkommen, aber das würde ich euch auch vorher mitteilen. Ich will sowieso wieder ein bisschen mehr Übersicht in meine Streams. Daniel schreibt mir gerade, dass ich Xbox-Updates starten soll, wenn ich fertig bin mit dem Stream. Okay, er will anscheinend zocken später. Also, dass wir vielleicht mal Streams machen, aber ich will jetzt auch, das wollte ich sagen, Daniel, hör auf, mich zu nerven. Okay. Wo war ich? Ich will, genau, die Streams eher voraussagen und nicht so spontan. Ich will wieder mehr Routine reinbekommen und öfter streamen. Genau. Und dann wieder auch so wie auf YouTube einen Wochenplan vielleicht veröffentlichen, wann Streams stattfinden. Ich glaube, das ist auch für euch besser, damit ihr euch das besser so richten könnt und gucken könnt, ey, kann ich zugucken oder nicht? Ich glaube, das würdet ihr das auch besser finden, wenn ich das wieder mache? Also mehr sagen als wie Sonntag 10 Uhr? Ja, Black Bee Pasta Jorna finden. Verabschiede mich, bis bald und euch noch einen schönen Sonntag. Chrissy, bye bye, habt noch einen schönen Tag. Schön, dass du da warst. Bekommt viele Nachrichten und sieht nicht alle. Vielleicht kann man dir auch... Ja, darf man dir privat schreiben nach Stream? Kannst du. Aber antworten ist ein bisschen schwierig gerade. Ich versuche mein Bestes, aber es ist immer schwierig und ich kann es euch gar nicht versprechen. Ich muss essen. Mahlzeit. Warst du in Hamburg gewesen und hast dir das Harry Potter Theaterstück angesehen? Nein, nein, nein. Ich habe das leider nicht gesehen. Das war ja auch in Wien. Im Dezember, glaube ich. Um Weihnachten rum war das. Aber nein. Ich habe auch die... Nee, das war die Ausstellung. Die Ausstellung war in Wien. Ich habe alles verpasst. Ich hatte null Zeit, leider. Und ich bereue es auch. Ja, Leonie, stimmt. Du wirst es dann auch posten. Also ich versuch's mal wieder. Alisa, Hallöchen. Und dann gucken wir mal. So,
Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das Fototool habe. Kamera-App Pro. Also bitte, günstiger geht's ja nicht. Einmal was günstig in Animal Crossing. Also ich war noch nie in Hamburg. Ich war nur neben Hamburg. Ich bin nie in die Stadt reingekommen. Ich war... Wo war ich denn? Gute Frage. Wo war ich eigentlich? Ich war auf jeden Fall an der Nordsee. Und das Meer war nicht da. Es war nur Watt da. So, wo war ich denn? Hamburg, wo bist du? Da. Genau, wir sind von Hannover vorbei, von Hamburg vorbei und dann hoch zur Nordsee. Da ungefähr in diesem Nationalpark Schleswig-Holstein. Da im Wattenmeer. Ja, da waren wir ungefähr. Ja. Sind wir mit dem Auto hochgefahren damals. Also da war ich 12 oder so. 13, 12. Irgendwie sowas. Hat den schlimmsten Haarschnitt meines Lebens. Boah, an die Zeit erinnere ich. Oh, das war so furchtbar. Oh Gott, das sah ich schrecklich aus. Meine Friseurin hat alles verkackt, was sie verkacken konnte. Ich sagte so, ich will ein bisschen Stufen haben. Und sie hat die Stufen ihres Lebens geschnitten. Das war so schlimm. Wenn ich mal ein Foto auftreibe, dann zeige ich nicht das auf Instagram, aber es war wirklich ganz schlimm. Boah, ich krieg Gänsehaut, wenn ich dran denke. Animal Crossing, alles gut? Kurze Performance-Probleme gehabt. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Oh, nein, 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 nein. So, Foto-App, genau. So, jetzt kriegen wir wieder 1000 Erklärungen. So, weil, da gibt es nämlich einen Trick. Man muss ganz nach oben, nee, so. So, ganz nach oben gehen. Dann die Handykamera, nach oben gehen und dann die Stativkamera. Und dann kann man noch weiter nach oben gehen. Das ist der Trick, den ich euch zeigen wollte. So, ich glaube, links müssen wir noch ein bisschen Plateaus nach rüber ziehen. Ich hätte da gern so einen Abschluss, dass es dann rausgeht. Das wäre toll. Aber ansonsten finde ich das schon sehr gut von Terraforming-Arbeit her. Nach oben, also nach vorne hin breiter, dass wir mehr Termitbauten hinstellen können. Und nach hinten wird es halt so ein bisschen enger. Und man kann da so reingucken und man sieht, es ist ein Canyon. Jedes Mal wieder geil anzusehen, wie voll der Strand ist. Ja. Ich komme aus Norddeutschland. Ja. Ich stecke... Oh mein Gott, Dark Souls, wenn du dir das heutige Video ansiehst. Oh mein Gott, hatte ich einen miesen Tod. In Zelda Tears of the Kingdom. Oh mein Gott, ich bin wo festgesteckt. Ich konnte nicht raus. Ganz mies. Ich muss mir es wohl über das Harry Potter Theaterstück ansehen. Was meinst du? Die Story ist total, aber theatermäßig ist echt krass gut gemacht. Ja, also ich habe meiner Mom damals das Skriptbuch geschenkt. Und sie war auch nicht begeistert von der Story. Aber anscheinend soll es wirklich gut sein, wenn man es anguckt. Auf jeder Ebene, Leni, überall. Deswegen brauche ich ja so viel Termitenbauten. Ich komme überall hin. Der Stream kommt auf YouTube. Yes, alle Streams kommen auf YouTube. Bis auf Mario Kart Streams. So, dann ziehe ich das hier noch ein bisschen raus, damit ich oben noch ein bisschen weitermachen kann. Du bist für Englisch lernen, ich drücke dir die Daumen, Kissy. Als ich drin war, habe ich geschlafen bei Harry Potter. Nein! Oh nein! Oh nein! Oh je. So langweilig! Oh Mann. Och, Cassie, danke schön. Oh, ihr seid heute so süß zu meiner Frisur. Och Gott. Oh, ich muss das echt öfter machen. Ich fühle mich so ein bisschen wie Mickey Maus. Ich bin seit Montag krank von zu Hause. Oh nein. Ich wünsche dir alles Gute, Becky. Werd wieder gesund.
ganz viel Tee trinken und Essen nicht vergessen und ganz viel Wasser trinken, auch wenn es schwierig ist, ich weiß. Aber ganz viel Wasser trinken, ganz wichtig. Hier, ich trinke mit Wasser. Achso, ja genau, die Streams kommen auf YouTube Online bei Streaming-Dodo, Leute. Ich habe ja zwei Kanäle, muss ich nochmal erwähnen. Ich habe zwei Kanäle und auf Streaming-Dodo kommen die Streams online. Und auf Playful-Dodo kommen die Let's Plays online, die nur für YouTube produziert werden. Und da könnt ihr gerne vorbeischauen, würde mich sehr, sehr freuen, weil ich bin jetzt up to date. Ich lade sehr viele Streams hoch in letzter Zeit. Ich bin sehr fleißig. Bin fleißiger Dodo. Ich habe dich beinahe abonniert. Danke, Vicky. Das freut mich. So, jetzt gucken wir uns das nochmal gemeinsam an und dann würde ich sagen, machen wir auch Schluss. So, hoch. Minus. Stativkamera. Hoch. Ach, Steffen, du Süßer. Und dann nochmal hoch. Genau, so wollte ich das. Ja, das passt. Das passt gut. Es ist nicht symmetrisch, was gut ist, weil die Natur macht zwar sehr viel symmetrisch. Die Natur ist eigentlich symmetrisch angelegt, was so molekültechnisch angeht, aber so nicht. sorry für mein Chemiehirn. Genau, ich glaube, das wird ganz gut mit den Termitenbauten aussehen. Wenn jetzt hier überall, ihr müsst euch überall Termitenbauten vorstellen, die ragen überall aus dem Boden raus und man sieht eigentlich die Plateaus dann gar nicht mehr richtig, weil so viele Termitenbauten überall sind. Und dann ist das so ein richtig zerklüfteter Canyon. Das wird gut aussehen. Ich bin guter Dinge. An die YouTube-Zuschauer. Danke fürs Zugucken. Danke, dass ihr hier wart. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und dann geht's weiter mit dem Canyon. Ciao!